Hi, meine lieben großen Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil. Das letzte Mal haben wir ja den einen Schlüssel bekommen. Muss ich mal kurz gucken. Den Rüstungsschlüssel, genau. Und ein Notenbuch. Jetzt überlege ich gerade, ob wir hier das Farbband einmal ablegen oder oben bei der Truhe. Ich würde mal sagen. Das kann man ja gar nicht auf dem Boden ablegen. Egal. Dann gucken wir mal, was die Türen betrifft. Dann rechts war fast alles noch zu. Ich weiß gar nicht mehr, welche Tür mit welchem Verschluss war, mit welchem Schloss waren. Ich gehe noch mal kurz hier hin. Denn wir müssen ja sowieso zu der Truhe und das Notenbuch ablegen. Sonst haben wir kaum noch Platz im Inventar. Also ich habe so das Gefühl, dass wir das brauchen werden. So, Moment mal. Jetzt, von der anderen Seite war es zu. Okay. Dann hat es hier auch keinen Sinn, weiter zu gehen. Aber hier ist eine Inventarbox. Wie komme ich da hin? Jetzt da um die Treppe lang laufen. Pass auf, wir gehen mal zur anderen Seite. Wir müssen ja eh die Türen kontrollieren und dann gehen wir da in den Speicher rum. Wenn wir sowieso schon auf die andere Seite müssen, machen wir das gleich so. Dann legen wir ab, was wir gerade nicht brauchen. Dann können wir das gleich gut miteinander verbinden. Und euch wünsche ich einen angenehmen Wochenstart. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende. Ein ruhiges vor allen Dingen. So, was war das jetzt hier? Glaube ich, ein anderer, ne? Helmsymbol. Okay. Dann geht's jetzt hier rein. In der Hoffnung, ich werde nicht gleich von einem Zombie getötet. Ich werde die Folge heute mal ein bisschen länger machen. So eine knappe Stunde oder so. Also mal gerade aus dem Weg folgen. Hier rein. Ja. So. So, jetzt gehen wir den Weg mal weiter. Hier lang. Die Tür war offen. Jetzt gehen wir mal hier außen weiter lang. Oh Gott. Alter. Und ich sag's eben noch. Lass mich los. Ja, stich ihm das Messer in den Hals. Ach Mann, wie gut, dass ich so viele Deutsche habe, ey. Alter, Fettklopsi, Alter, auch noch jetzt. Ey, es reicht, was soll denn das? Oh Gott, bloß weg. Ist das hier für eine Tüte noch zu? Hier müssen wir rein, ne? Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wie gut, dass ich die ganzen Deutsche gesammelt habe. Sonst wäre ich jetzt schon längst tot. So. Jetzt hier rechts. Da kommen wir zum Speicherraum. Aber bevor wir das machen. Oh nein! Okay, wir gehen doch hier rein. Alter, was wollen denn die hier? Jetzt kann ich mich da nicht mehr umgucken, weil die Tür noch nicht mehr aufgeht. Egal, komm. Wir legen erstmal ein paar Sachen ab. Oh, wo kommen denn die auf einmal alle her? Das ist eine richtige Invasion hier. Zombie-Pest ausgebrochen, oder was? Habe ich das alles da abgelegt? Ich habe doch niemals die Munition hier hingelegt.
Das ist gerade richtig gruselig, ohne Scheiß. Aber gut. Wir nehmen es mal mit. Du sollst die Munition nehmen. Mann, ey, wenn es einen Idioten gibt, also die ist die beste Idiotin in dem ganzen Game. Nimm das doch mal jetzt auf hier. Du Dossel. Ich habe echt keine. Ich war das wirklich nicht. Das ist echt gruselig. Also Speicher allerdings brauchen wir. Das hier können wir ablegen. Das auch. Ich möchte aber mal. Genau. So, alles sortieren. Dann haben wir zwei Plätze noch frei. Heiliger, so, dann nehmen wir das jetzt mal hier. Ja. Und packen das erstmal hier in die Truhe rein. Dass es nicht so auf dem Boden rumliegt, ja bitte. Schade, dass man diese Sprays nicht auch übereinander stapeln kann. Das wäre echt sehr hilfreich. Aber gut. So. Das packen wir auch noch schnell weg. Ich habe ja richtig den Drang, ein bisschen zu sortieren hier, ne? Warte mal. So, Moment mal, das hier. So, kommt hier oben rein. Nicht doch. Also ich werde mir die Steuerung nie merken, das ist ja grauenvoll. So, was sind die Sachen? Grünes Kraut. So, das kommt jetzt mal hier nach unten. So. Das kommt jetzt mal hier hin. Und das hier kommt jetzt mal dahin. Das ist ja Blödsinn, was mache ich denn da? Nee, das ist richtig. Kraut. Kommt dahin. Klingt albern, ist aber sehr nützlich. Weil ich mir jetzt nochmal kurz das Ding hier angucken. Das habe ich nämlich gar nicht gemacht. Prüfen bitte. Keine besonderen Merkmale. Die Ausländer sind aufgrund der wiederholten Einpassungen ganz abgenutzt. Okay. Gut, dann packen wir das weg und machen es ja weiter. Boah, ich muss mal gucken, wie ich wieder zu den Türen komme. So. Jetzt haben wir ein bisschen Ordnung geschaffen hier. Aber es ist echt gruselig, ne? Ich weiß nicht, wer die Sachen da hingepackt hat. Ist das richtig? Soll das so sein? Vielleicht weiß es einer von euch. Kirito vielleicht. Vielleicht weißt du, ob das so sein soll. So, jetzt muss ich mal gucken, wo bin ich überhaupt. Ach, jetzt komme ich da wieder nicht mehr hin. Muss ich jetzt wieder nach oben. Aber ist nicht schlimm, da oben gibt es ja auch noch Türen. Oder geht der Knopf noch? Nee, egal. Dann gehen wir nach oben. So. Andere Richtung. Ach cool. Na denn. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich bin gespannt. Oh. Kraut. So ein Durchgang, ne, zu dem anderen Raum, ne? Oder ein separater Raum, ich bin mir nicht ganz so sicher. Warum ist diese Optik so komisch? Das gefällt mir nicht. Was ist das hier? Oh ja, bitte sofort mitnehmen. Oh,
Speicherbänder, die würde ich auch haben. Ich weiß, wir haben keinen Platz mehr, ist aber nicht weiter schlimm. Wollen wir jetzt hier durch in dem Raum? Nein, hier ist noch was, aber was? Oh, das ist ja furchtbar. Sieht aus, als hätte jemand etwas an sich genommen und sich schnell aus dem Staub gemacht. Ich möchte mal ganz gerne hier hin. So. Die Schublade ist leer, das Regal auch. Diese Fußspuren scheinen mitten durch das Bett zu führen. Aber wie kriege ich das Bett beiseite geschoben? Ja gut, das ist ja egal, aber wie kriege ich denn das Bett da weg? Hier ist nichts an dem Tisch. Wie kriege ich das Bett weg? Würde mich mal mega interessieren. Wir gehen erstmal hier raus. Crazy. Mit dem Bett erinnert mich irgendwie ein bisschen an Resident Evil 7. Was ist hier? Oh Gott, ein Dietrich habe ich benutzt. Das kann nichts Gutes heißen. I didn't mean to get you that excited. Right. Anyway, you should read this. Das war mein Tisch, sorry. Testament des Forschers. Darin steckt ein Brief, der obere Teil des Briefes ist abgerissen, der Rest des Briefes ist lesbar. Alma, ich habe versucht zu überleben, um dich wiederzusehen, aber ich habe das Unausweichliche nur hinauszögern können. Ich bin infiziert und es gibt keine Heilung für das, was nun folgt. Der einzige Ausweg besteht darin, mein Leben zu beenden, ehe ich das verliere, was mich noch von diesen Bestien unterscheidet. Meine Liebe für dich. In einer Stunde beginnt mein ewiger Schlaf in Frieden. Bitte verzeih mir, es tut mir so leid, Martin Crackhorn. Okay. What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part, and somebody didn't want anyone to see it. Let's continue our investigation. Das hatte ich sowieso vor. Danke für den schlauen Tipp. So. Wir haben aber eh keinen Platz im Inventar, deshalb würde ich sagen, bringen wir die Sachen erstmal weg. Und dann kommen wir nochmal wieder. Und dann gucken wir uns hier mal um. Ich hoffe, der steht nicht mehr auf. So. Hier. Sehr schön. Dann haben wir wieder zwei Plätze frei. Und gehen noch mal in den Raum zurück und gucken uns da mal ganz in Ruhe um. Und dann gucken wir, ob wir noch andere Türen öffnen können, dass der Schlüssel immer wegkommt hier. Dann haben wir auch wieder mehr Platz. Dann links, okay. Also können wir auch die Kräuter mitnehmen, ne? Wenn wir sowieso da nochmal hin müssen. Dann haben wir die Sachen wenigstens mitgenommen, ja. Ich versuche wieder so gründlich wie möglich zu sein. So. Ist jetzt fertig? Der Bereich ist fertig immerhin. So.
Dann wollen wir mal schauen. Bienenköder mitnehmen? Nein, noch nicht. Eine Sammlung präparierter Insekten. Darunter ist ein Schalter. Nein! Mensch, ich wollte gar nicht drücken. Du bist verrückt. Vielleicht hat es mit den präparierten Insekten zu tun. Ja, ich weiß. Ich glaube, da müssen wir was austauschen. Ah, Bienenpräparat nehmen wir. Verschiedene Angelköder. Die müssen wir, glaube ich, austauschen. Shit, da müssen wir nochmal raus. Ich vergesse immer, dass man hier nicht wie bei Resident Evil Zero die Sachen auf den Boden legen kann. Oh gut, der Weg zum Speicherraum ist ja nicht weit. Das geht ja noch. Und das ist ja nicht so schlimm. So. Ich glaube, wir müssen nämlich die Insekten austauschen. Irgendwie so, glaube ich, war das. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. So, das können wir mal ablegen hier. So. Jetzt gucke ich mir aber mal das Insekt vorher nochmal an. Keine besonderen Merkmale. Eine übergroße Biene als Ausstellungsobjekt präpariert. Sie ist gut erhalten. Das wäre gar nicht für mich so Insekten, ne? Präparieren sich den Anhänger da. Boah. Bin froh, wenn ich die nicht lebendig sehen muss, ja. Dann will ich sie auch nicht tot an der Wand hängen haben. So. Auch nicht zu Forschungszwecken oder sowas. So. Dann gucken wir mal. Ich hoffe nur, ich sterbe jetzt nicht. Hätte vielleicht vorher speichern sollen. Ja. Wissen wir schon. Nein, ich... Ich würde da bloß den Text wegmachen. So, jetzt gib mir mal dieses Ding hierher und verwende das mal. Ja, komm. Passiert nichts. So, was sagt's jetzt dazu? Ein beamförmiger Köder hat keinen Haken. Aha. Krieg ich hier irgendwo noch einen Haken hier oder so? Eine unverschlossene Aktentasche. Sie ist voller biologischer Berichte. Natürlich nicht lesen. Das Aquarium riecht, als hätte etwas darin gelebt. Vielleicht wurde irgendein Geschöpf darin aufgezogen. Der Behälter ist voller toter Insekten. Da hängt ein weißer Laborkittel. Er riecht nach Medizin. Nee, wir brauchen wirklich noch einen Angelhaken. Ist er doch. Diverse Angelhaken hier. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt probieren wir es nochmal. Nein, sollst du natürlich nicht mitnehmen, du Idiotin. Was ist das denn? Ich sterbe jetzt nicht, ne? Nimm dir einfach das scheiß Ding mit und hau hier aus dem Raum ab. Los, verschwinde. Lauf doch einfach weg hier. Wow, ekelhaft, diese Biester. So, was ist das jetzt hier? Es weist ein Windsymbol auf. Ach, ich erinnere mich, glaube ich. Da gab es ja so einen Raum. Oder so eine Tür draußen irgendwo. Wo man so ein bestimmtes Symbol braucht. War dem nicht so? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich werde da jetzt mal was machen. Etwas, was man eigentlich nicht macht, ich weiß, aber ich mach's jetzt einfach mal.
Mal Platz her. Gib mir mal... Nee. So. Gib mir mal das Kraut hier her, bitte. Ja. Dann werde ich ja gesund. So. Ich würde ganz gerne mal zwischenspeichern. Für den Fall, dass ich jetzt sterbe. Wir haben so viel von den Dingern, kann ich auch einmal zwischenspeichern, nicht so schlimm. Ja, bitte. Ja. Gerade wenn die Folge mal ein bisschen länger ist, schadet es mal nichts zu speichern. Kann nur von Vorteil sein. So, packen wir sie weg. Dann geht es mir besser, weil wir es gespeichert haben, dann bin ich nicht mehr ganz so ängstlich, dass was passiert. So. Quatsch, das ist völlig verkehrt. Ach, ist jetzt auch egal. So. Jetzt muss ich mal gucken. Irgendwo konnte man nach draußen gehen. Ich glaube, es war sogar hier rechts von der Schreibmaschine, kann das sein? Nee, da oben, da hinten lang. Wir müssen jetzt hier raus und dann nach rechts. Wenn wir die Treppe runtergehen. Ich weiß schon, wo. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, ob wir noch was brauchen, aber wir probieren es einfach mal. Ach, nach links geht's ja gar nicht. Wir kommen ja nicht mehr raus. Dann müssen wir von oben. War blöd, aber geht gerade mal nicht anders. Ah, Moment mal, kommen wir hier hinten in hier einen Raum noch rein? Der hier rechts rum ist. Wenn wir schon mal hier sind, gucke ich nochmal schnell nach. Das war auch ein Helmsymbol, okay. Dann, sehen wir mal zu, dass wir eins nach unten kommen. So, Moment, geradezu. Wir können aber auch in den Raum hier reingehen. Hier haben wir auch noch nicht alles gefunden. Ach so, natürlich. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? So. Jetzt links lang. Oh, hier kommen wir auch rein. Machen wir gleich mal. Wenn wir schon mal hier sind. Wir haben ja gespeichert. Kann ja nicht viel passieren. Ach, ich ahne etwas. Wehe dem, der meinen Schlaf stört. Da ist ein Schalter betätigen. Nein. Ich glaube nämlich, ich muss jetzt ein Rätsel lösen. Und zwar müssen die alle wieder nach hinten geschoben werden. Ich glaube, vorher darf ich den Hebel nicht drücken. Wir probieren es mal. Niemals ist Rätsels Lösung gewesen. Probier mal. Geh raus! Geh raus, du doofe Kuhmensch, und huste nicht 20 Mal, du Idiotin. Wieso war das jetzt falsch? Wie sieht es in meiner Gesundheit aus? Warnung. Qualmt es immer noch? Wir haben mal gespeichert. Nee. Eigentlich war das so, dass man die eigentlich zurücksetzen musste irgendwie. Ich guck mal hier erstmal.
In dieser Einbuchtung liegt etwas, aber das Gitter ist im Weg und Sie können es nicht erreichen. Mir war es, als ob man die Ritter wieder zurückschieben muss. Oder muss man eine bestimmte Reihenfolge? Ich lasse es jetzt mal sein. Ich habe jetzt keinen Bock zu sterben. Wir gehen erstmal weiter. Ich hoffe, ich kann mir den Raum merken. Guck mal kurz auf die Karte. Da hinten der riesige Raum. Okay, gut, das können wir schon hinkriegen. Okay, gehen wir mal hier rein. Mal gucken. Geht nicht. Richard. Oh nein, bitte nicht. Nein! Das ist ja Katastrophe. Jetzt muss ich ihn nochmal retten. Ey, daran erinnere ich mich noch. Oh, furchtbar. Wenn man sich beeilen, stirbt ja. Privat habe ich es nicht geschafft. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. Ich weiß nicht mal, wo der Raum ist. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Hätt's mal nie was mitnehmen sollen. Du Depp. Okay. Der Vorteil, glaube ich, ist nämlich, wenn man sie spielt, ist, dass es, glaube ich, auf der Karte angezeigt ist, wo man hin muss. So, jetzt ganz ruhig. Genau. Da müssen wir hin. Die Frage ist, wo bin ich jetzt gerade? Wir müssen nach unten. Wir gehen mal so zurück. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wie gesagt, privat habe ich es nicht geschafft, dass er gestorben. Weil ich nicht schnell genug den Weg gefunden habe dahin. Das war das Problem. So, im Moment mal. Könnte aber passen. Nein, wir kommen hier nicht mehr zurück. Scheiße, die Tür ist doch zu. Oh, so ein Schmutz, ey. Was mache ich denn jetzt? Bin die falsche Seite gelaufen. So scheiße dumm einfach. Ach, so blöd. Jetzt stirbt der, weil ich verkackt habe. Jetzt links. Oh, diese Steuerung, ey, das ist ja noch furchtbarer. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. So. Katastrophe. So, jetzt auf die andere Seite schnell rüber. Ja, komplett auf die andere Seite. Durch die große Mitteltür. Ja, und dann rechts den Weg lang laufen. Mann, ey, muss dieser Bastard jetzt hier lang laufen, wenn ich schon keine Zeit habe? Dieser Vollidiot. Häng dich doch nicht hier hin, Mensch. Halt die Schnauze. Eins davor. So. Oh, da muss der Idiot auch noch kommen. Das fehlt mir gerade noch. Das ist ja furchtbar. So, jetzt ganz kurz. Links den Weg folgen.
Weiter dann gleich links um die Ecke rum. Wieso hat denn hier keine Waffe ausgerüstet, die blöde Idiote, Mensch? So, jetzt ganz kurz. Hier rein? Ja. Oh Gott, ey. Das ist ja furchtbar. Da musst du Zeit verschwenden, um diese scheiß Zombies umzubringen noch. Geradeaus die Treppe runter. Runter, ah! Runter, 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 runter. Geh kurz hier rein. So ein Vollidiot. Wie soll ich denn da vorbeikommen, ohne zu sterben? Da kann ich den Idiot doch nicht retten, Mann. Ist doch wieder so ein Scheiß wieder. Oh Gott, wir sind richtig. Ich werde wahnsinnig. Nimm es mit, nimm es mit. So, jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Aber Moment mal. Ja, könnten wir schaffen. Komm. Werde ich das mal angegriffen von diesem Idiot? Lauf, du blöde Sauermensch! Mann, ey! Ja, geh doch mal raus aus dem Menü jetzt! Lauf doch! Wie kann man denn so dumm sein? Ohne Scheiß jetzt mal! Oh, ist die blöd! Sorry, Leute, aber ganz ehrlich, es kotzt mich an gerade. Hier zurück. Links. Oh, ey, diese blöden Idioten, ey, sowas nervt mich aber. Mann! Lauf doch einfach, so eine blöde Kuh. Die Steuerung ist scheiße. Die Zombies gehen mir auf den Sack und dann bist du unter Zeitdruck, um die scheiß Aufgabe zu lösen. Weil der Vollidiot zu doof ist, sich ein Gegengift mitzunehmen. So. Jetzt hier rüber. War die Tür, ne? Welcher Raum war das jetzt? Wir sind falsch, wir müssen nach unten. Wir müssen die Treppe runter, denn, ne? Ja. Nee. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo war denn der Idiot? Jetzt habe ich mir das nicht gemerkt. Ich weiß nicht, wo der ist. Normalerweise werden beide Orte angezeigt, hätte ich einen Scheiß ernst. Wo ist der? Moment, da wo eine Treppe ist. Hier gerade außen rechts. Rechts die Treppe runter. War das nicht hier? Bitte, bitte, bitte. Ich weiß es doch nicht mehr. Ich kann mir sowas nicht merken unter Zeitdruck. Ja, Gottes Willen, wir haben es geschafft. Oh, sorry, Leute, eben, aber das macht mich so wahnsinnig, ey. Wenn die Zombies kommen, dann läuft die falsch und dann hat Zeitdruck. Oh Gott. Does it ever... Ja, wenn du stirbst. Oh mein Gott, das unvermeidliche Hinauszögern. Retten Sie Richard mit einem Serum. Also wie gesagt, sorry Leute, ich wollte jetzt nicht so schreien. Aber das hat mich gerade echt wahnsinnig gemacht. Ich hoffe, es war durchs Mikro nicht zu laut für euch, dass ihr jetzt einen Hörschaden habt hier. So. So, dann haben wir den geschafft. Ist hier noch was? Nee. So. Oh mein Gott. Hm. So, jetzt rechts lang. Hier hin? Nee.
Nach unten wollte ich. Da kann ich aber die Treppe nehmen. Können wir nochmal speichern. Das ist mir irgendwie ein bisschen lieber gerade. Ach so, geht's durch. Naja, fantastisch. Wusste von der anderen Seite nicht. Ja gut. Jetzt sind natürlich die Zombies weg, ist klar. So. Jetzt ganz schnell speichern. Sagt der Wecker. Oh ja, ein bisschen habe ich noch. So, dann brauchen wir erstmal Speicher. Farbband. So. Weil das würde ich nicht nochmal machen. Oder bin ich ja froh, dass ich das geschafft habe. Weiß einer von euch, wie viel Zeit man gehabt hätte in ihrem Modus? Weil ich glaube nämlich, wenn du nämlich zu langsam bist, dann stirbst du. Immer neun. Ich weiß nicht, wie viel Zeit einem genau bleibt, aber... Ja. Oh la la. Oh, machen wir mal hier hin. Achso, warte mal, bevor wir mal richtige Heilung mitnehmen, die mich komplett heilt, vorsichtshalber, dann packen wir das jetzt hier mal weg. So. Dann nehme ich lieber sowas hier mit. So. Jetzt gucke ich mal, ob ich das finde, wo man nach draußen geht. Ich glaube aber, das war das, dieser rote Gang, ne? So, mal langsam. Und das wieder außenrum. Außen gibt es hier auch noch ein paar rote Türen. So. Uiuiui. Ui, ui. So, jetzt mal ganz in Ruhe. Bin ich blöd? Nee, bin ich nicht blöd. So. Wir müssen hier nach unten. Und dann außen lang. Ja, okay. Ich kann mir den Weg nicht merken. Links. Hier war aber auch noch was drin, aber ich weiß nicht was. War es mit dem Bett? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Der Schmutz. Was wir noch nicht machen können. Jedenfalls weiß ich gerade noch nicht genau wie. So. So, jetzt geradeaus. So. Vielleicht kriege ich das Rätsel noch gelöst, ansonsten gucke ich nochmal nach den verschlossenen Türen. Kann man schon hier runtergehen. So. So, und jetzt nach links. So. Gott sei Dank habe ich jetzt nochmal gespeichert. Ich muss jetzt nicht alles von vorne machen. Das wäre echt ärgerlich gewesen. Achso, ne. Weißt du was? Stirb, du Stück Dreck. So. Mal den Weg folgen. So. Bisschen Munition habe ich ja noch. So. So. Ein Stück geradeaus. Ja, du bist so verrückt. Oh, die sind so schnell, diese Mistviecher. Was wollen denn die? Die sind ja furchtbar. Ich glaube, da sollte ich besser die Schrotflinte ausrüsten.
Ja, das ist nicht der Balkon, den ich haben wollte. Wie soll ich denn da zweimal hintereinander schießen, mit dieser Mistköder mir gleich ins Gesicht springt? Lass doch mal los jetzt. Was ist denn das? Hallo? Ey, aber willst du mich verarschen? Es kann doch nicht sein, dass ich sofort sterbe. Weil der Hund mich einmal gebissen hat. Willst du mich verarschen oder was? Ach komm, ey, ohne Scheiß jetzt. Seit wann stirbt man, wenn der Hund dich einmal angreift? Das ist doch wieder ein Bug gewesen, der Mist hier. Warum muss ich da wieder zurücklaufen? Wo war denn jetzt dieser andere beschissene Weg da? Wo man dieses Symbol einsetzen kann. Oh, ist das ätzend, ey. Sowas hasse ich wie die Pest bei Resident Evil, ohne Scheiß. Ich konnte ja nicht mal Dreieck drücken, ich konnte ja gar nichts machen. Es muss doch ein Bug gewesen sein. Muss ich bei diesen Dreckstüren noch eine Schrotflinte nehmen? Aber normalerweise, wie gesagt, der andere Köter hat mich ja in dem Gang auch angegriffen. Und dann bin ich auch nicht sofort gestorben, weil er mich sich einmal an mir verbissen hat. Ja gut, dann müssen wir da aber doch nicht lang. Aber wo war das jetzt nochmal? Da oben vielleicht? Das kann sogar möglich sein. Oder da? Und so oder so nochmal nach unten. Boah, das ist echt übel, ey. So, wenn wir jetzt hier rauskommen, können wir gleich runtergehen. Oh man, ey. Stressig. So. Ja, dahin will ich hin. Darf ich aber nicht beim Speicherraum rein. In dem Fall werde ich jetzt nicht meine Munition verschwenden. Idiot. Nicht nochmal. So, jetzt den Gang folgen. Schlag mich zu, ich habe den falschen Schwierigkeitsgrad ausgewählt. So, warte mal. Ich werde mal gleich mal die Schrot rausholen jetzt. Wenn gleich der Zombie angerannt kommt, weil ich muss ja in eine andere Richtung. Komm her. Du Stück Dreck. Mal Ruhe hier. Den Weg folgen. So. Weiter den Weg folgen. Durch die Doppeltür und dann geradeaus. Okay. Oh lala, ich glaube, ich hätte nur einen Schuss immer gebraucht bei Zombie, ne? Ich habe immer Angst gehabt, ihr lebt noch, weil der weitergelaufen ist. Toll.
So eine blöde Troller. So, warte mal. Geradeaus. Oh Gott, geh rein hier. Oh, ey, das kann nicht sein, dass die Zombies jetzt von allen Richtungen kommen. Ey, die sind so bescheuert, diese Viecher, ey. Ohne Scheiß. Oh, nee. Krähen, auch das noch. Jetzt kommen wir wenigstens hier rein. Oh, ein Rätsel. Das können wir, glaube ich, sogar schon lösen. Das Viecher. So, was steht hier? Lisa geschützt von drei Geistern. Das Bild einer Frau mit Armband, Halskette und Krone. Am unteren Rand des Bildes ein Schalter. Nein. Grün, lila, orange. Ne? Kopf ist grün. Lila, orange. Ja. Okay. Der Kopf ist grün. Die Halskette muss jetzt wie nochmal aussehen? Lila. Hier, der hat eine Halskette. Ja. Ja. Und das Armband könnte orange sein. Der Titel lautet, bring das wahre Licht zu den drei Geistern. Ja, wenn nur eins übrig bleibt, dann kann er bloß das andere rot oder orange sein. Armband, ja. Nein. Nochmal. Warte mal. Aha. So. Müsste eigentlich stimmen, oder? Eine andere Farbe gibt es ja nicht. Ja. Ach, fantastisch. Oh nein, wir sind draußen. Ich würde ja gerne speichern, aber ja. Dann komme ich da wieder nicht raus, muss ich den ganzen Weg laufen. Oh, guck mal hier, eine Maske. Wie geil, die können wir gleich einsetzen. Ach, jetzt sind wir da hinten. Okay. Ich traue mich gar nicht hier lang zu gehen, ne? Weil ja, wenn wir jetzt hier rauskommen, müssen wir eigentlich links rum den Weg folgen, wenn wir wieder am Haus. Oh Gott. Geh bitte rein, oh Gottes Willen. Dann können wir runter in den Keller gehen und können rein theoretisch die eine Maske einsetzen schon. Welche ist denn das von denen? Prüfen. Eine Toastmaske ohne Mund. Okay.
Nee, hier war das nicht. In der Einbuchtung zu sehen. Moment mal. Das brauchen sie jetzt nicht. Kommt es aber hier hin? Ich weiß es doch nicht. Hier war das nicht. Wo waren jetzt der Scheiß mit den Masken? Das kann ich mir das wieder nicht merken. Ich werde ja wahnsinnig, ey. Mal kurz geradeaus. Jetzt mit der Uhr können wir auch nicht lösen. Also mal kurz gucken. In rechts rum. Wo war das mit den Masken? Hier, oder? Sieht gut aus. Mal gucken. Wir können nämlich eine Maske schon einsetzen, dann brauchen wir die nicht mit uns rumschleppen. Ja, natürlich ist es falsch. Wird hier wahnsinnig, ey. Mal wieder so ein Arsch, ey. Mehr Türen gibt's nicht, ne? Ja, der Strom ist aus. Leck mich doch. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo der Raum mit den Masken war, ey. Das ist doch zum Kotzen, ey. War der Raum da? Wo wir den Schlüssel ausgetauscht haben, weil ich auch nicht, wo das ist. Ich weiß es doch nicht, Alter. Ich weiß nicht mehr, wo der Raum mit den Masken war. Was ist das da eigentlich? Noch eine Treppe nach unten. Wo ist denn das eigentlich? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Verdammt nochmal. Die Tür ist zu. Das ist überhaupt für ein Raum hier. Alter, ich weiß nicht mehr, wo der Maskenraum war. Da ist immer noch eine verschlossene Tür, die wir nicht aufgemacht haben. Ich weiß es nicht mehr. Das war, glaube ich, irgendwo, wo man auf eine Treppe, glaube ich, nach unten musste. Aber ich weiß nicht mehr wo. Hier war das doch nicht.
zum Verrücktwerden, ey. Waren wir da nicht schon im ersten oder zweiten Part schon? Scheiß Dreckskrähen hier. Was war das jetzt hier? Ich werde gleich mal abspeichern. Ich habe keine Ahnung, wo der Raum ist. Ey, das nervt mich gerade. Ich wollte jetzt wenigstens noch die Maske noch ablegen. Geradeaus. Mal gucken, wo wir hier nochmal hinkommen. Das war der Raum, wo wir den Schlüssel ausgetauscht haben. Da war die Tür zu. Das kann es nicht gewesen sein. Weil die Tür war ja offen. Also mussten wir eine Treppe runter. Das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr welche. Oh, das ist doch wieder blöd, ey. Was soll man sich denn das alles merken, wo da alles ist? Das kann man sich doch nicht merken, Mensch. Kann mir nicht die ganze Karte ausdrucken und dann am besten immer ein Kreuz haben, wo ich was befinde. Das wäre das Beste, was man machen könnte. Hier war bloß eine verschlossene Tür. Da war das auch nicht. Alles von der anderen Seite verschlossen. Na, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, außer jetzt zu speichern, weil der Wecker klingelt gleich. Das ist doch zum Kotzen, ey. Mann, hau ab, du blöder Idiot, Mensch! Stirb doch endlich! Wieso läuft ihr immer noch hier rum? Bin wieder tot fast. Nur weil ich diesen beschissenen Raum nicht finden kann, ey. Boah, das nervt mich gerade richtig ab hier. Da leck mich doch am Arsch, jetzt reicht mir das langsam, ey, mit dir. Wie oft steht denn der noch auf, Mann? Oh, das nervt mich gerade richtig ab, ey. Ich glaube, mir fällt gerade ein, wo der Raum ist. War der Raum nicht da, wo wir die Pfeilspitze am Grab eingesetzt haben? Oder bin ich blöd? Das ist nicht euer Ernst, oder? Ja, natürlich. Gut, dann setze ich jetzt noch schnell die Maske ein und dann speichere ich ab und dann mache ich Vollschluss. So, wie war das jetzt hier?
Eine Maske ohne Mund. Hier keine Augen. Er hat gar nicht. Der hat keine Nase und der hat keinen Mund, ne? Ja. So, bitte verwenden. Oh mein Gott. Jetzt hoffe ich, dass ich noch schnell zum Speicherraum komme. Sorry Leute, wenn es heute eine anstrengende Folge für euch war, aber irgendwie war da heute echt der Wurm drin. So, jetzt schnell Speicherraum. Da hinten links nehmen wir den einfach. Dafür müssen wir in den ersten Stock. Nee, wir sind ja sogar schon richtig. Wir nach rechts. Oh, ich an dem Arsch vorbei, ey. Das ist doch wieder, ey. Oder auch nicht. Rein theoretisch kann ich mich auch hier durch. Da kommen ja irgendwelche Hunde wahrscheinlich. Ein bisschen Platz, ja. Kann ich hier mal was mitnehmen? Die brauchen sie jetzt nicht, natürlich nicht. Ich bin ja nicht so kurz vorm Tod, braucht kein Mensch sowas. So, jetzt nach links, die Treppe runter und beim Speicherraum. Du versaust mir das jetzt nicht, blöder Zombie. Oh mein Gott, ey, die sind ja furchtbar. Ich muss ja wirklich angewöhnen, die anzuzünden mal. So. Ja, kein Feuerzeug, wa? So. Waren die so, als hätten wir irgendwo ein Feuerzeug gefunden, konnten es aber nicht mitnehmen? Weil wir keinen Platz hatten, ich weiß es nicht mehr. Hier ist kein Speicherdings, wa? Doch, Schreibmaschine. Da. Ja, bitte. Das Bett interessiert mich gerade. Scheiße, was soll ich speichern? Lass mich hier raus. Aus die Maus für heute. Ja, sorry, Leute. Das war eine echt stressige Folge wahrscheinlich für euch. Aber manche finden es auch lustig, vielleicht, wenn wir uns aufregen. Aber wie gesagt, es macht ja trotzdem viel Spaß und ich würde sagen, ich beende die Folge an der Stelle. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.